Moin Leute, ich bin's Mo und ich nehme euch heute mit auf die Plärespitze. Moin Leute, ich bin's Mo und ich nehme euch heute mit auf die Plärespitze. Auf meinem ersten Video haben wir versucht, die Plärespitze zu ersteigen, sind gescheitert, weil wir keine Wanderstöcke dabei haben. Das Problem haben wir dieses Mal gelöst. Ich zeige euch jetzt einmal nochmal einen genaueren Blick auf die Karte. Wir starten hier, wo der Parkplatz ist und gehen dann erstmal Richtung Matscheralm und von der Matscheralm steigen wir dann auf bis zur Plärespitz auf 3188 Höhenmeter. Start 1824. Also ungefähr 1400 Höhenmeter aufgerundet. Ich denke, wir brauchen zwischen 3 und 4 Stunden, weil wir natürlich auch ein bisschen Videos aufnehmen und mal die Drohne steigen lassen. Jetzt geht's los. Mit dabei auf der Tour ist David, der gerade einen Stein im Schuh hat und den mal ganz schnell rausnimmt, bevor der irgendwie irgendwas aufscheuert. Und dann geht es jetzt erstmal ungefähr eine Stunde bis zur Matscheralm. Wir werden dort nicht Wasser nachfüllen. Wir haben genug mit, jeder um die 3 Liter. Alles Weitere erzähle ich euch dann gleich. So, ihr seht hier die Steine und so wird das Richtung Gipfel aussehen. Wenn wir die Vegetationszone quasi passiert haben, dann gehen wir nur auf diesen Stein. Mal abwarten, ob es noch rutschig ist durch die Regenfälle. Aber vielleicht ist auch alles trocken. Der Anstieg ist heute permanent zwischen 20 und 35% der Auf- und Abstieg. Es wird eine Strecke hin und quasi dieselbe zurück. Ja, mal gespannt, ob wir es diesmal zum Gipfel schaffen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, mein erstes YouTube-Video, da ist die Plärespitze mit drin. Und hier nochmal ein kleiner Recap, wie das am Ende bei uns aussah. David und ich sind dann jetzt bei 3020 zurück, weil es einfach richtig crazy war. Und wenn man dann so in den Boden guckt hier, sieht man halt auch diese Löcher überall hier, diesen ganzen Weg lang, weil die Leute halt so schlau sind und Wanderstöcke mitnehmen und nicht so wie wir beide. Guck mal, was wir gefunden haben. Deine Meinung dazu, David? Müll immer mitnehmen. Ja. Oder aufessen, Leute. Und wenn es runterfällt, 3-Sekunden-Regel. Hier in den Bergen, 10-Sekunden-Regel. So, Leute, hier liegt jetzt so ein Tanzzapfen. Aber ich glaube, das ist eine Zirbe auf dem Weg. Ich werde das dann nochmal googeln. Ich zeige euch das mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gewusst hättet, was das ist. Das ist, glaube ich, eine Zirbe. Wir haben jetzt ein paar Kühe direkt auf dem Wanderweg. Müssen wir gucken, ob die kleine Kälber haben. Sonst sind die eigentlich nicht so aggro.
Na, schmeckt. Magst du mal ein Stück nach vorne gehen? Weiter. Weiter. Geh nach vorne. Geh nach vorne. Weiter. 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 Da müssen wir auch lang, Kollege. Weiter. Eieiei. Weiter. Come on. Ihr müsst euch nicht direkt den Weg stellen. Leute, da müssen wir durch. Du darfst zwei nebeneinander. Ja. Oh, trau dich. Nee. Ja. Direkt hinten langlaufen hier. Ja. Ja. Ist ja nett, dass sie jetzt Platz machen. Danke. Dankeschön. Ja, Dankeschön. So, wir sind jetzt an der Matschealm angekommen. Und dann geht es eigentlich gleich nur noch painmäßig nach oben zur Plärespitze. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die Matschealm. Ich glaube, das ist kein gutes Omen, dass hier ein geschnitzter Wehr ist, ey. Vielleicht wurde ja schon der ein oder andere gesichtet. Wer weiß. Stöcke haben wir. Aber keine Skier oder Schneeschuhe. Geht auch ohne. Auf jeden Fall. Schaffen wir auch so. Weiter geht's. So Leute, da unten im Tal, da ungefähr, ist das Almhotel Glieshof, wo auch unser Parkplatz war oder ist, wo wir gestartet sind. Und jetzt, wenn ihr mal guckt, geht es langsam zur Baum-Vegetationsgrenze. Wie gesagt, immer noch 20-35% Steigung bis zum Gipfel. Wird sich das auch weiter noch so ziehen? Ja, ich filme dann gleich nochmal, wenn wir oben bei der Baumgrenze angekommen sind. An dem Punkt angekommen, wo letztes Jahr die Freundin von David die Heimkehr angetreten ist. Die Plärespitze ist hier schon ausgeschildert. Hier. Ja,
Jetzt geht es quasi nach da oben in die Wolken rein. Durch die ganzen Gerüllgesteinsfelder. Es wird geil. Wir haben gerade Besuch bekommen. Der Gipfel, aber ich denke mal, dass das sich gleich verzieht und vielleicht haben wir ja ein bisschen besseres Wetter und schöne Aussicht. Müssen wir mal gucken dann. Ja, wir müssen jetzt ungefähr auf 2500 Höhenmeter sein, heißt noch gut 600-700 Höhenmeter haben wir noch. Ungefähr 2 Kilometer müssen wir noch gehen bis zum Gipfel. Zieht sich hier gerade so ein bisschen zu, aber keine Regenwolken, sondern so ganz normale. Ja, es soll auch erst 13, 14 Uhr regnen, von daher alles easy. Ja, weiter geht's. Naja, ich muss mich noch mal korrigieren. Wir müssen noch ungefähr 3,9 Kilometer zurücklegen, bis wir dann die Spitze erreicht haben. Und dann geht's zurück, denselben Weg. Aber es gibt erstmal gleich, sobald das hier so ein bisschen klarer geworden ist, eine richtig nice Drohnenaufnahme. Da geht's gleich rein, da. Und dann da drinnen quasi so auf diese Höhe da oben. Träumchen!
2700 Höhenmeter. Noch fast 500 Höhenmeter müssen wir schaffen. Wir nähern uns jetzt langsam den Geröllfeldern. Seht selbst. Ja, die Sonne kommt gerade raus. Mega nice. Vielleicht bleibt das ja jetzt so ein bisschen wärmer, dass wir mal ein bisschen trocknen können. Wir sind schon mega durchgeschwitzt. Ja, ist gut anstrengend hier hoch. Willst du nochmal einen Riegel geben? Ja, mach ich gleich. Hier beginnt es jetzt mit den losen Steinen. Muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Deswegen Stöcker dabei haben, ist halt echt schon optimal. Und es wird halt gleich so wie hier links, wenn wir quasi über den Hügel da gehen, wird das so quasi nur noch unsere Wegstrecke bestehen. Ja, wird richtig nice. Ich freue mich. Ich habe doch irgendwie das Gefühl, dass der Weg jetzt hier schon so ein richtiger Pfad getrampelt ist. Ich glaube, letztes Jahr war das nicht so. Ich kann mich natürlich auch irren, aber eigentlich nicht. Ja, da hinten dieser kleine weiße Fleck ist sogar noch ein Restschneefeld. Mensch. Ach, Träumchen.
gerade am überlegen, ob wir hier rüber gehen. Wir gehen aber jetzt einfach hier so außen rum. Was echt rutschig ist. Wenn du hier runterrutscht, fällst, dann war's das. So, Leute. Noch ungefähr 750 Meter Strecke. Ich glaube noch so 280, 250 Höhenmeter noch. Ja, ihr seht ja, wie es hier aussieht. Da müssen wir gleich hoch. Dann quasi da oben den Bergkamm, da wo gerade die Wolken drinnen hängen, da müssen wir hoch. Und da irgendwo ist dann noch das Gripfelkreuz. Ein Träumchen, yes. Übrigens stellen wir ja noch gleich einen neuen persönlichen Rekord in Höhenmetern auf. Letztes Mal waren es ja 3020 Höhenmeter. Das heißt gleich, wenn wir die Höhe absolviert haben, mit jedem Meter, den wir gehen, neuer persönlicher Rekord. Wir sind jetzt gleich vor persönlichen Rekord, so 20 Höhenmeter noch, ungefähr 4 bis 450 Meter Strecke insgesamt noch, 200 Höhenmeter, also sieht ja schon krass aus, guck mal. Da müssen wir jetzt noch hoch, 30-40% Steigung, ciao. Welcome to the mountain. Wir sind jetzt aktuell bei 3090 Höhenmeter und ich melde mich gleich vom Gipfel, noch 200 Meter Wegstrecke vor uns. So, 3100 Höhenmeter und jetzt geht es zurück, weil die nächsten 3 Stunden Regenschauer angesagt ist. Um die 1 Liter pro Stunde. Ja, mal gucken, wann es uns hier eintrifft. Auf jeden Fall, jetzt steigen wir ab. Es wird windiger. So, wir müssen jetzt wieder komplett hier die Scharte darunter. Das wird ein Spaß. Ja, von da oben sind wir gerade abgestiegen durch das Geröllfeld hier. Da ganz oben warten noch
ein paar Steine, dass sie endlich runterfallen können. Und jetzt geht es ganz langsam zurück zum Auto. Aber dauert auch so 2,5 Stunden ungefähr noch. Ein paar Tropfen haben wir jetzt auch schon abbekommen. Wie gesagt, Regen war angesagt für ab 13 bis 17 Uhr so in dem Dreh. Na, mal gucken, ob es uns trifft. So, es wird windiger. Es fängt auch jetzt langsam an zu tropfen. Wir sind am Absteigen. Bis jetzt einzelne Tropfen, also Regensachen müssen wir jetzt noch nicht anziehen. Sollte es aber noch ein bisschen zunehmen, werden diese angezogen. Regensachen sind angezogen. Nimmt nämlich langsam so ein bisschen zu von der Niederschlagsmenge her. Aber es ist alles imprägniert und frisch gewaschen und imprägniert. Das ist ein Träumchen gerade. Wir müssen noch ungefähr 2 Stunden nach unten gehen, also werden wir bestimmt ordentlich nass. Mal abwarten. Die Wolken hängen jetzt auch quasi hier im Tal, zieht sich zu. Gewitter ist nicht angesagt für heute, aber halt Niederschlag. Immerhin etwas. Ja, Freunde, wir sind weiter am Absteigen. Ihr wundert euch sicherlich, wieso wir kein Regenzeug mehr anhaben. Einfach deshalb, weil es aufgehört hat. Und in den Regensachen, ja, klar kann man die irgendwie aufmachen, dass da ein bisschen Luft rankommt, aber dann legen wir sie doch lieber ein bisschen ab. Und ist ein bisschen windiger und frischer. Wir sind jetzt weiter am Absteigen. Ungefähr 30 bis 40 Minuten brauchen wir noch und dann geht's wieder auf den Campingplatz. Ne? Ja, und hier werden gerade Kühe eingetrieben. Wir mussten die Kühe gerade passieren lassen und jetzt geht es auch wieder weiter Richtung Parkplatz. Ich denke, so in einer Viertelstunde haben wir das Auto erreicht. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren nicht vergessen und damit ihr kein weiteres Video verpasst, auf die Glocke klicken. Bis dann.